Also vor genau 225 Jahren erklärten die damaligen 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit von der britischen Krone. Independence Day, ein großer Tag in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Und natürlich auch das Deutsch-Amerikanische Institut in Nürnberg feierte den 4. Juli mit einer gelungenen Veranstaltung. Das Deutsch-Amerikanische Institut oder Amerika House hier ist sozusagen die letzte institutionelle Vertretung der USA in Nordbayern. Und wo die Soldaten waren, ausgezeichnete Diplomaten für diese Region in den Vereinigten Staaten. Sie gingen nach Hause und sprachen positiv über Nürnberg, Erlangen, Nordbayern, Mittelfranken. Das fehlt. Wir versuchen auch, Amerikaner, die hierher kommen, auch ein positives Bild von Deutschland und von unserer Region zu vermitteln. Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Bei dem Gedanken an die USA fallen einem nicht nur New York und Florida ein. Das Spektrum dieses faszinierenden Landes reicht vom Weltwunder des Grand Canyon bis hin zu den Bright Big Cities. Am 4. Juli feierten im Nürnberger Amerika-Haus 120 Gäste, darunter Robert Böhme, Generalkonsul der Vereinigten Staaten, den großen historischen Tag der USA bei schwungvollen Klassikern und mitreißenden Gospeln. For the past 2 years. We have a 2-year anniversary coming up this June, July. Jetzt im Juli feiert unser Gospelchor sein 2-jähriges Bestehen, erzählt uns Roberta Collins. Und die Chormitglieder sind alles ganz normale Männer und Frauen, die Spaß am Singen und Freude an Gospelsongs haben. Jeder kann bei uns mitmachen. Ich sage immer, wer sprechen kann, kann auch singen. Der Beitrag beträgt 35 Mark. Wir treffen uns immer in der Musikschule am Stresemannplatz 4 in Nürnberg. Jeden Dienstag um 19 Uhr und immer den 4. Sonntag im Monat haben wir unsere große Probe zusammen mit der Band. Wer bis 29. September 20 Mark auf das Spendenkonto des Deutsch-Amerikanischen Instituts einzahlt, hat die Chance, eine tolle Reise nach Washington DC zu gewinnen. Ja, wir haben bereits zum 4. Mal die Aktion für 20 Mark in die USA. In diesem Jahr geht es nach Washington DC. Der Preis, wenn man 20 Mark auf das Spendenkonto des DAI Amerika-Hauses einzahlt, die Kontonummer ist die 123 und 4 mal die 4 bei der Dresdner Bank in Nürnberg. Der erste Preis ist ein Flug für 2 Personen mit der Lufthansa nach Washington und 3 Übernachtungen im Sterni Hotel Four Seasons. Und mit etwas Glück kann man vielleicht sogar einen Blick auf Mr. President persönlich erhaschen.